Hey und herzlich willkommen bei Hass gezähmen leicht gemacht. Heute gibt es endlich das Unboxing der neuen Fressnapf Wow-Box vom April. Das ist jetzt auch die erste Box mit der Neuerung. Also es gab jetzt eine Neuerung bei der Wow-Box, dass es nicht mehr nur für kleine Hunde gibt und dann noch für mittlere und große, also mittlere und große zusammen, sondern jetzt wurde das aufgesplittet. Und die, die die mittlere und große bekommen hatten, konnten jetzt wählen, ob sie mittlere oder große wollten. Und bei der mittleren waren angegeben als Vergleichsrassen, ich glaube, sowas wie Border Collie, Australian Shepherd, Dalmatiner oder sowas. Und es ist ja ungefähr auch vergleichbar mit Husky, also so mittelgroße Hunderasse. Je nach Definition sagen manche auch zu Malteser mittelgroß oder sowas. Das kommt immer darauf an, aber normalerweise ist ein Husky, eine mittelgroße Hunderasse, und ich habe dann auch mittelgroße gewählt. Wenn man nicht gewählt hat, ist man auch automatisch auf die mittelgroße umgestiegen. So, und sie ist randvoll. Da haben wir einmal einen Chucket Ultra Ball, zwei Stück zum Werfen. Die findet er schon richtig toll. Dann hätten wir hier von Dachshund Tiger Hähnchenbrustfiletstückchen. Der leckere Snack für zwischendurch. Sowas mag er auch ziemlich. So sieht das aus. Sehr gut, dann haben wir wieder neue Hähnchenfilet-Skuri. So, und zwar ist das aus 100% Fleisch. Also es sind gefriergetrocknete. Dann haben wir hier ein süßes Spielzeug, einen Waschbär, glaube ich, ist das. Mal gucken, ob es quietscht. Schauen wir mal. Muss ich wohl selber probieren. Nee, ich glaube nicht. Das ist von Trixie. So, oh, die mag der Gori auch sehr. Also solche in dieser Art hier. Das sind von Premiere Fun Snacks. Huhn mit Fisch. Sandwich, 70 Gramm. Dann haben wir hier von Naturally Good, Happy Pet, Happy Life. Veggies. So, vegetarische Rezeptur. Das ist mit Tapioca. Make a change, feed more Veggies. Oder Veggies. So, 150 Gramm ist das. Na, riech mal. Nee, der ist nur ganz fasziniert gerade von diesen Bällen. So, dann haben wir hier noch von Mama Lee eine Geschmacksprobe auf die Plätze fertige Groß. Puppy Power. Vital Snacks für Welpen. Ideal für junge, aktive Hunde mit Prä- und Probiotika und den Superkräften der Natur. So, das kann der Gori natürlich auch noch kriegen. Er ist jung, aktiv und vital. Dann nochmal von Premiere Meat Snacks. Und zwar Kaninchen, 80 Gramm. Das sind so Würfelchen. Von Mama Lee steht jetzt hier noch was dabei, was es alles gibt. Also wir hätten hier Puppy Power, das wäre hier unten. Dann gibt es noch ganz viele andere Sorten davon. Oh, es gibt einen Vorgeschmack. Ich weiß gerade gar nicht, ob das schon mal drin war. Ein Vorgeschmack auf die nächste Box im Juni dann, Sommeredition. Da gibt es dann Produkte im witzigen Unterwasserthema, alles rund um Abkühlung und Spaß mit Wasser, warme Sommermonate und so weiter. Und hier ist wahrscheinlich schon ein kleiner Einblick. Da bin ich gespannt auf die Juni-Box. So, was haben wir noch für Produkte hier in der Aprilbox? Von Premiere nochmal Veggies, Fruity Butterflies. Die sehen ja süß aus, die sehen sogar ziemlich lecker aus. Da würde ich jetzt auch gerne reinbeißen. 100 Gramm vegetarische Rezeptur. Mal gucken, was da drin ist. Mit Mango und Cranberry. Interessant. So, das letzte, was dann hier noch drin ist, wäre ein Intelligenzspielzeug. Also mit so Hütchen dann, wo man Leckerlis verstecken kann und der Hund dann suchen kann und selber aufmachen muss.
Level 1. Wir beginnen natürlich klein. Guri hat sowas schon mal ausprobiert. Aber ja, er will es meistens fressen dann. Also er denkt dann, selbst wenn er alles erwischt hat, dass immer noch was drunter ist. Es riecht halt noch danach. Und dann will er es essen. So, ich habe diese Wowbox jetzt auch schon länger, schon fast, ja, fast 2 Wochen mittlerweile. Oder 1,5 ungefähr. Kam aber leider nicht dazu, das vorher zu machen, das Unboxing, da ich jetzt auch sehr krank war, sehr heiser und so weiter. Und um Ostern auch einiges zu tun hatte, außerdem meine Schildkröte einen Unfall hatte und ich in der Tierklinik war notfallmäßig. Und deswegen komme ich heute dazu, es zu drehen. Na? Haben dir die Bälle gefallen, Guri? Hm? Mochtest du das, mein Kleiner? Hey! So, wenn ihr die Wowbox auch mal ausprobieren möchtet und noch nicht bekommt, habe ich unten einen Link für euch. Der ist in der Beschreibung drin oder auch bei den Kommentaren. Da könnt ihr dann gerne mal ausprobieren und mit meinem Link dann 30% sparen auf eure erste Box. Aber er hat die Bälle abgemacht, oder einen zumindest. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und einen Kommentar freuen. Zum Beispiel, wie ihr die Produkte jetzt in der Aprilbox fandet, welche Box ihr bekommt, ob ihr die kleine, mittelgroße oder große Box bekommt, also ob ihr jetzt auch schon gewählt habt. Oder eben schon vorher die kleine hattet, von vornherein. Und dann würde ich mich sehr freuen, euch im nächsten Video wiederzusehen. Bis dann!